Einen wunderschönen guten Tag, Ave Salvete Spectatoris. Wir sind wieder hier im byzantinischen Imperium mit unserem geliebten Kaiser Felix von Wittelsbach. Wir freuen uns jetzt, dass die Wittelsbacher in Spanien Fuß gefasst haben und dort José de Wittelsbach an der Macht ist. Wir verbessern direkt die Beziehungen mit den Spaniern. Wir trauern um unsere sozusagen Ahnen, Wittelsbacher Ahnen, die aus Bayern stammen. Dass da jetzt die Habsburger die Macht übernommen haben, ist wirklich traurig. Aber wir müssen uns auf die Balkankriege konzentrieren. Wir sind hier gerade dabei, die Walachei, die unser Dominion ist, zu annektieren. Oh, wieso findet denn da eine Schlacht statt? Ach, Russland. Ich habe all meine Truppen in die Defensive gestellt. Oh nein! Aber Russland sorgt jetzt natürlich dafür, dass wir das eroberte Land wieder verlieren, weil sie so dumm sind und angreifen, während der Gegner einen Bonus von gerade noch 200 Defensive hatte. Ist natürlich katastrophal. Ich meine, der Gegner ist schon bei 32. Ja. Wir dürfen hier nicht in die Offensive gehen. Das Problem ist, der Gegner... minus 35 tickt das noch weiter runter. Ich hoffe doch. Sollte eigentlich noch weiter runter ticken. Ja. Es findet eine weitere Schlacht statt und diesmal kommt Russland mit über 180 Bataillone gegen 28. Der Gegner hat 112 Defensive, Russland nur 27. Russland verliert gerade 10.000 gegen 1.000, aber versucht mit der Masse und Übermacht den Gegner zu überwältigen. Ob das klappen wird, bin ich gespannt. Immerhin ist die Walachei jetzt bei minus 47 Kriegsstand, aber es tickt nur sehr langsam runter, weil wir haben einfach einen Großteil des Landes nicht unter Kontrolle. Die Russen verlieren immer mehr Bataillone. Jetzt haben sie 309 Defensive. Das ist doch nicht normal. 309. Also jetzt wird es aber verrückt. Armee-Defensive hier. 50 gegen 10. Ja, Russland verliert jetzt die Schlacht nämlich tatsächlich auch. Ah, oh, jetzt verliert Russland diese Schlacht auch noch. Das kann doch nicht wahr sein. Komm schon, Russland. Die Moral der Walachei wankt doch auch. Russland, vielleicht kannst du die Schlacht doch noch drehen, aber bei 185 Defensive ist das eher unrealistisch. Russland hat schon 37.000 Tote, während die Walachei nur 2.800 hat. Russland hat 72.000 Verwundete, 51.000 Demoralisierte. Eine Blamage für Russland. Fast 200 Bataillone in die Schlacht geschickt gegen 28 und die Russen verlieren. Ah, die Russen verlieren, das ist der Wahnsinn. Aber die Walachei hat kapituliert. Bevor sie eigentlich bei minus 100 war. Immerhin. Das war ein hart erkämpfter Sieg, aber wir haben gewonnen. Oh, was machen wir aber? Wieso machen wir denn jetzt minus 1000 Bürokratie? Das sah gerade doch noch anders aus. Minus 1000? Das ist nicht wahrscheinlich, weil wir gerade wieder größer geworden sind. Das heißt, wir dürfen wieder mehr davon bauen. Das heißt, halt... Wie teuer ist es am blauen Nil? Oh, minus 27%. Wo ist denn der blaue Nil? Blaue, ach, das war im Süden. Da müssen wir den Staatserlass dann hinpacken. Skopje. Das machen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und danach 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann haben wir als nächstes ein paar Eisenbahnen wieder mal zu bauen. Hier. So, das sollte reichen. Bauprogramm ist gestartet. So, und am blauen Nil hier im Süden brauchen wir einmal einen Erlass. Dann machen wir jetzt auch mal das brutale Durchgreifen im blauen Nil. Dann dürfte es hier nicht so lange dauern, irgendwas zu bauen. Nur noch minus 10% anstatt über 20%. Bauineffizienz. Das ist doch schon mal was. Und unser Bausektor haben wir ordentlich verdoppelt auf 600. Heieieiei. Und aus irgendeinem Grund... Ach ja, klar, der Investitionsfonds lädt sich jetzt wieder auf, weil wir staatlich auch Sachen bauen. Und der Privatbau deswegen nicht so viel bauen kann. Selbstverständlich, selbstverständlich. So, genau, unser Plan war jetzt ja auch Serbien. Da haben wir jetzt den Waffenstillstand, noch 36 Monate.
wenn es soweit ist, zu annektieren, dass wir dann an den Osmanen rankommen. Und sobald Transsilvanien seinen internen Konflikt hinter sich hat, werden wir auch uns auch um Transsilvanien kümmern. Wir sind ja jetzt schon wieder unter 20 Verrufenheit und statt der Fülle in Ankara werden wieder Feiern gefeiert. Eine Feier, die niemals beendet wird. Sehr gut. Es gibt den norddeutschen Militäraufstand. Ernst von Reuter, der führt auch eine Republik gegen August Manneke, der auch eine Republik führt. Eine Republik gegen eine Republik. Verrückt. Verrückte Aufstände, sage ich. Verrückte Aufstände. Institutionen sind aber ziemlich gut ausgeprägt, das ist gut. Aktuell haben wir kein Gesetz, was wir versuchen wollen durchzubekommen. Das ist auch, glaube ich, gut so. Wir stehen ganz gut da. Wir haben 12,7 Lebensstandards, Rang 32 weltweit. Ich überlege, ob wir auf keine Migrationskontrolle gehen. Könnten natürlich trotzdem einige unser Land verlassen. Bin ich mir noch unschlüssig? Bin ich mir noch unschlüssig? Wir haben jetzt hier die völlige Trennung. Wir haben kulturelle Ausgrenzung. Ach ja, man könnte jetzt natürlich mal überlegen, ob man die Klassenwahlen zulässt. Vor allem die Intellektuellen unterstützen das. Die Grundbesitzer würden das nicht so toll finden. Nur wohlhabende Bürger erhalten eine Stimme, wer reicher ist, erhält auch mehr Stimmen. Das würde ja unserem intellektuellen, industriellen Staat tatsächlich entgegenkommen, dass jetzt nicht nur die veralteten Grundbesitzer wählen dürfen. Das wäre unter dem bisherigen Kaiser nicht möglich gewesen. Der war ja ein Anhänger der Grundbesitzer, aber jetzt. Oder? Wartet mal. Ach, entschuldigt. Nein, unser aktueller Kaiser ist noch Grundbesitzer oder Interessensgruppe der Grundbesitzer. Das heißt, er würde es nicht zulassen. Aber wenn sein Sohn Ludwig, der ist jetzt aktuell 11, an die Macht kommt, der ist Intellektueller, dann kann das kommen. So, die Industriellen dürfen mal wieder ein bisschen Zuspruch erhalten. Das ist in Ordnung. Französisch-provinzialischer Aufstand. Ah, ja, die Franzosen. Schon traurig, dass die so auseinandergenommen werden. Es gibt wieder einen Lottogewinner. Und Bedenken und Einwände. Die Landbewohner werden etwas positiver. Wir können ja mal kurz schauen, was wir für Vor- oder Nachteile bekommen. Torpedos. Gottes Gnadentum. Wir haben mehr Autorität. Landwirtschafts- und Holzindustriedurchsatz ist erhöht. Produktionsforschungstempo ist auch erhöht. Militärforschungstempo ebenfalls erhöht. Einfluss haben wir mehr zur Verfügung. Gesellschaftsforschungstempo ist erhöht, Bürokratie haben wir mehr zur Verfügung, Beitragseffizienz zu Investitionsfonds durch Kapitalisten ist erhöht, Offensive, Defensive verstärkt, Beitragseffizienz zu Investitionsfonds durch Aristokraten erhöht, erhöhte Migrationsanziehung plus 50%, das ist auch einiges, und Anleihenzinsen, weil unsere Interessensgruppen einfach plus 5, plus 11, plus 13, plus 11, plus 13, plus 10 sehr positiv sind, nur Gewerkschaft und Kirche sind bei plus minus 0. Ui, Frankreich hat hier auch in Tunesien einige Probleme. Und unser Wissen von Alin wird weiter verbreitet. Herausragend, herausragend, sage ich da. Staatsbau, jetzt werden noch die Eisenbahnen gebaut. Bürokratie ist besser geworden, aber noch nicht gut genug. Das heißt, wir brauchen noch mehr. Noch mehr. So, in Mazedonien. Kameras und Anilin. Aber wir können sowieso genügend selbst herstellen. Hier, Mazedonien. Da wollte ich auch noch Eisenbahnen bauen. Oder sind die schon in Bau? Ah, die sind schon in Bau. Aber wir können noch einen weiteren Auftrag geben. Das passt schon. Die Jahresbank hält den Kurs. 2% der Bevölkerung werden wieder loyaler. Das ist gut. Wir haben mittlerweile eine Bevölkerung von 77 Millionen Einwohner, 63% Alphabetisierung, ist sogar Rang 17 in der Welt. Da können wir für ein so großes Reich eigentlich relativ zufrieden sein. Da müssen wir uns auf jeden Fall nicht beschweren. So, die Walachei, wie sieht es denn hier aus? Besteuerungskapazität, Infrastruktur ist alles im Rahmen. Den Leuten dort geht es scheinbar auch recht gut. Werkzeugfabrik. Lebensmittelfabrik. Alles im positiven Rahmen, auch bei der Papierfabrik. Tuchfabrik läuft überhaupt nicht gut. Dann gehen wir doch jetzt hier mal auf Nähmaschinen.
und Elastikstoffe. Und die Webmaschine, dass wir weniger Bedarf haben. Ah, Färbemittel ist gerade teuer und wir sind schon Nummer 2 Produzent weltweit. Färbemittel, das können wir aber eigentlich hier über Färbemittelplantagen am besten machen. Und zwar da, wo wir viele Arbeitslose haben, nämlich im Niger-Delta. Aber da werden ja schon welche eigentlich gebaut. Da fehlen höchstens ein paar Aristokraten. In Südkamerun können wir vielleicht auch ein paar bauen. So. Steuern wir das mal noch ein bisschen staatlich. Zahlungsunfähigkeiten, das müssen wir uns auch nicht genauer anschauen. Das ist ein Klassiker. So. Oh nein, die Briten haben uns da wirklich abgeschnitten, oder? Wie frech. Die haben uns hier... Hier ist noch eine winzige Grenze. Wir haben Äquatoria gerade fertig kolonisiert. Kolonisieren die Briten hier nicht? Dann haben wir Glück. Solange die Briten hier nicht kolonisieren, können wir vielleicht das Stück hier noch bekommen und unsere Gebiete miteinander verweben. Wir starten mal die Kolonisierung noch in den, ins Zentrum hier. Und dann... Ich überlege gerade. Wir brauchen ja trotzdem nur die 50 Tage, oder? Jetzt schauen wir mal. 50 Tage. Wenn ich jetzt hier unten beginne, 50 Tage, 50 Tage, ändert sich ja nichts an den 50 Tagen. Also das heißt, wir können tatsächlich auch hier unten jetzt kolonisieren. Wir haben noch ein Interesse, was wir machen können in der Welt. Die Frage ist, wo könnte man hier noch kolonisieren? In Papua. Da kann man noch sehr gut sogar kolonisieren. Das Zahlungsunfähigkeitsprobleme schon wieder. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir mal noch in Papua zu Interessensgruppe aufzubauen in Indonesien. Ah ja, Indonesien und Ozeanien sind nochmal zwei unterschiedliche Interessensgruppen. So, mit Spanien werden die Beziehungen immer besser. Wir bräuchten mehr Häfen, Freunde. Häfen. Häfen, Häfen. Bauen wir mal hier in Ostthrakien noch ein paar Häfen. So, das sollte das Problem wieder eher lösen. Dann starten wir noch mit der Kolonisierung hier drüben. Wir können ja auch noch eine Interessensgruppe irgendwo aufgeben. Polen. Geben wir mal Okzitanien auf. Und nehmen noch Ozeanien. Hier glaube ich, im Westen Afrikas gibt es nichts mehr zu kolonisieren, oder? Nee, das gehört hier Sierra Leone. Oder Frankreich. Frankreich hat hier sehr viel kolonisiert. Genau, wenn wir hier noch Sachen... Achso, doch, hier oben. Hier oben kann man doch auch noch kolonisieren, Mensch. Wieso machen wir das nicht? Ah, weil Marokko dann einen Anspruch sozusagen drauf hat, quasi. Ich verstehe. Nun gut. Byzantinische Hereroland ist isoliert. Wir haben relativ viel niedriger Lebensstandard. Verfügbare Entscheidungen. Förderung. Wo können wir denn jetzt noch wieder Förderung machen? In Serbien, oder? Ah. Ressourcenboom. In Peloponnes. Das ist doch schön. Das ist sehr gut. Wir verdienen auch wieder ganz gutes Geld, aber wir brauchen noch mehr Bürokratie. Wie viel wird denn noch gebaut? Nicht mehr so viel, wie erhofft. Und wir bauen auch noch sehr viele Häfen danach. Hm. So, die Verrufenheit sinkt auf jeden Fall auch. Das ist gut. Dass es jetzt hier immer noch ein unabhängiges Sachsen und Württemberg gibt. Sehr spannend. So, Transsilvanien. Ist das ein oder mehrere? Das sind zwei Staaten. Wie teuer wäre es denn, einen Staat zu erobern? Das ist aktuell gar nicht möglich, weil wir einen Waffenstillstand haben, kann das sein? Natürlich haben wir den noch 3 Jahre, bis 1902. 1900, ja gut, dann werden wir erst gegen Serbien vorgehen. Moldawien wird ja immer noch mit dem Verteidigungspakt durch Russland geschützt. Da hat Transsilvanien nochmal Glück gehabt. Erstmal machen wir noch nichts gegen sie.
Okay, wir können uns auch nicht leisten, die Regierungsgehälter wieder normal zu erhöhen. Die müssen so niedrig bleiben. Revolution in Südafrika? Ah, ist nur eine winzige Revolution. Ansonsten existiert immer noch Rupert's Land in Kanada und hier existiert auch noch Oregon. Und Ontario und Quebec. Secoquiai? Oh Gott, das kann ich nicht aussprechen, das tut mir sehr leid. Kuba. Kuba ist auch eine unabhängige Nation. Ein Fürstentum. Verrückt. Absolut verrückt. Aber unsere Kolonisierungsbemühungen sind sehr erfolgreich. Wir können jetzt hier noch weiter vorstoßen. Das große römische Imperium wird wachsen. Ostrom ist wieder bei fast eigentlich alter Stärke angekommen. Ich weiß gar nicht, wie groß die Grenzen des Oströmischen Reichs bei ihrer größten Ausdehnung waren. Ich glaube noch ein bisschen hier hoch zu den Karpaten. Und ich glaube auch nicht viel weiter in den Osten. Hier vielleicht höchstens noch ein Stück. Aber die hatten meines Wissens nie ganz Saudi-Arabien. Wisst ihr was? Das google ich jetzt mal kurz nebenbei. Das interessiert mich. Vielleicht nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Grenzen. Ost. Römisches Reich. Jetzt schauen wir mal. Dann kann ich euch auch sogar noch ein bisschen was hier erklären. Wie groß das war. Also. Die Grenzen in der größten Ausdehnung, ich glaube, das war unter Justinian oder so, die gingen nur ein Stück hier noch, so ein kleines Stück hier noch hoch. Und dann ging es eigentlich quer hier so runter und dann eigentlich schon, na, eigentlich hier drüben noch. Hier schräg, wirklich nur den, also das alles im Osten ist neu, das hatte das Oströmische Reich nie besessen. Ägypten aber schon. Ah, bei der größten Ausdehnung hatten sie dann natürlich noch Karthago. Bis Algier, also das hier, was wir nicht haben, hatte das Oströmische Reich noch. Beziehungsweise das Byzantinische Reich, da war dann auch mal noch Italien natürlich mit dabei. Das heißt, auch das komplette Illyricum war dann auch nochmal Teil von Byzanz gewesen. Und Südspanien. Aber beim Oströmischen Reich, das haben wir auf jeden Fall schon wieder überstiegen. Beziehungsweise die Krim. Die Krim war da teilweise auch noch mit dabei. Jetzt haben wir einen serbischen Militäraufstand gegen uns. Mensch, die trauen sich aber auch. Jetzt muss ich da wirklich meine Generäle in Stellung bringen. Von mir aus. Haben wir mehrere Fronten. Scheint so zu sein. Dann eben mit mehreren Fronten. Serbien annektieren. Was ist denn das? Serbischer Militäraufstand? Übergangsregierung. Aha. Üblich für Revolutionen. Bei ihr wird das Land von einem Übergangspräsidenten regiert, der über deutlich ausgedehnte Verfugnisse. Aha, besteht. Peter Petrovic. Zorniger Kolonialverwalter. Nationen stärken, Landwirtschaftsinvestitionen, Gleichgewicht der Macht. Präsidialrepublik, aber eine Autokratie. Ja. Staatsatheismus. Wild. Sehr wild, wie ich finde. Viel zu wild. Und mit Frankreich müssen wir mal wieder Beziehungen verbessern. Ach ja, mit dem Norddeutschen Bund könnte man das auch machen. So. Dann bringen wir mal das hier noch hinter uns und wir sind kurz davor, dass das Jahr 1900 kommt, die große Jahrhundertwende, auf die alle warten, wird kommen. So, wie sieht es denn aktuell aus? Plus 100.000, aber weil wir auch noch so viel Staatsbau haben, ist die Frage, ob wir es uns leisten können, auf Stahl-Skelettbau umzustellen. Dann bräuchten wir viel mehr Glas, Sprengstoff, Werkzeug und Stahl. Und vor allem richtig viel Stahl. Wurde jemand aus Spanien verbannt? Stahl. Serbischer Militäraufstand macht mir erstmal keine Sorgen. Stahl läuft an sich auch schon sehr gut. Wie viel Stahl haben wir denn aktuell? Minus 300, ja, dann hätten wir minus 5300. Wir sind schon Nummer 2 Produzent von Stahl, nur die Briten produzieren noch deutlich mehr, oha. So, der Aufstand hier geht, glaube ich, schnell vorbei. Jawohl, 59 Offensive, wobei unsere Offensive auch stärker sein könnte. Also, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen bei Offensivkriegen aufpassen. Dass wir die auch noch gewinnen können. Jetzt bei, obwohl er verirrt ist, hat er jetzt einen Offensivwert von 77.
Armeeoffensive. Gut, den Aufstand haben wir direkt niedergeschlagen. Hervorragend. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. So, was haben wir hier? Die Nationalbank erzielt wieder kurzfristige Gewinne. Oh, Finanzdistrikt bekommt plus 10%. Und wir haben einen allgemeinen Ressourcenboom in Aydin. Hervorragend. So, in Spanien gibt es wieder einen Religionsaufstand. Das wäre aber auch ein Monarch. Der Habsburgo. Die Habsburger gegen die Wittelsbacher. Wer wird das wohl gewinnen? Die Habsburger haben wohl mehr Truppen als die klassischen Wittelsbacher. Das ist traurig. Das ist tatsächlich leider traurig. Wenn damit, das wäre das Ende der Wittelsbacher. Aber wir müssen uns auf unser römisches Reich konzentrieren. Na, die Defensive ist aber gut. Die Defensive der Wittelsbacher ist erstmal gut. Eigentlich ist das fast so ein montenegroischer Aufstand, habe ich das Gefühl. Zahlungsunfähigkeit. Es findet wieder eine Wahl statt. Wir sind im Dezember 1899 angekommen. Kurz vor der Jahrhundertwende. Währenddessen kolonisieren wir hier immer noch fleißig weiter. Ah, können auch noch hier in den Osten jetzt beginnen zu kolonisieren. Und in Ozeanien beginnen wir auch direkt. Zack. Zack. Die Welt soll unser werden. Mit der Malaria-Fürsorge. Ah, jetzt haben wir den Zeitpunkt erreicht, wo, wenn wir mehr machen, es 4-5 Tage länger dauert. Aber ich glaube, das können wir uns leisten, dafür, dass wir dann mehr haben. Also wir sind jetzt an unserem Limit quasi. So, der serbische Militäraufstand hat kapituliert und wir sind im Januar 1900 angekommen, meine Damen und Herren. Der Kaiser hat eine große Feierlichkeit in Konstantinopel ausgerichtet. Demokratische Solidarität. Die Landwirtschaftspartei. In einem Gesetz zugunsten des Frauenwahlrechts hat Cristobal Grill eine Partei wegen ihrer unerschütterlichen Unterstützung des Stimmrechts in Byzanz ausdrücklich unterstützt. Wir sind keine Freunde der Landwirtschaftspartei, um ehrlich zu sein. Die Hüterin des byzantinischen Stimmrechts. Es gibt unsere Herrschaftsform konstitutionell im Kaiserreich keine größeren Probleme als das des Stimmrechts. Die Methode, anhand derer das Volk über jede zukünftige Frage entscheiden kann, die sich ihm stellt. Vor diesem Hintergrund sollte meine Unterstützung nicht überraschen. Scheint ja so, aber können wir denn für die Frauen mehr machen? Nö. Frauen am Arbeitsplatz ist aktuell nicht möglich. Grundschulpflicht will auch keiner. Na gut. Dann lassen wir das mal. Und wann ist jetzt unser Waffenstillstand vorbei? In 4 Monaten. So, liberale Partei hat die Wahlen wieder deutlichst gewonnen. Ich gehe davon aus, dass... Oh, nee, unsere Regierung ist nicht mehr so legitim, wie sie mal war. Mit der Landwirtschaftspartei wären wir dann bei einem Legitimitätspunkt weniger. Aber wir bekommen leider nichts Legitimeres hin. Deswegen lassen wir Freihandels- und liberale Partei weiter herrschen. In Mosul brauchen wir wieder eine Eisenbahn. Die letzten Häfen werden gebaut. Ja, und was wir vor allem brauchen, ist Stahl und Glas. Da werde ich nochmal ein bisschen was in Auftrag geben, glaube ich. Oh, hier haben wir auch 100.000 Arbeitslose. So, bauen wir das mal ordentlich in Konya aus. Wie schaut's hier aus? Hier haben wir auch 129.000 Arbeitslose. Und dann noch ein bisschen Glas. Ach nee, das sind nur 161 in Aleppo, okay. In Adana. Bauen wir mal ein bisschen noch das Glas aus. Syrien gibt's ein paar Arbeitslose. Da haben wir tatsächlich nicht so viele. Hier in Unterägypten gibt es 384.000 Arbeitslose. Bauen wir mal hier ein bisschen eine Glasindustrie weiter aus. Lottogewinner. Ineffiziente Landwirtschaft. Wir werden mal dem Rat wieder folgen.
Kolonisierung von Fidschi und Bougainville abgeschlossen. Das ging ja richtig schnell. Und West-Mikronesien. Aber jetzt haben wir mal ein paar isoliert, glaube ich, oder? Ne, wird uns gar nicht angezeigt. Jetzt ist die Regierung plötzlich inakzeptabel. Na gut, dann müssen wir doch die neue Regierung an die Macht bringen. Und die Landwirtschaftspartei hat es geschafft, durch ihre Machenschaften und ihren extremen politischen Druck an die Macht zu kommen. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich nicht. Ah, wir könnten aber jetzt endlich den Protektionismus mal einführen. Ja. Ich mag den irgendwie lieber als den Merkantilismus, muss ich sagen. Oh, was ist denn jetzt, was ist denn auf einmal mit unserem Markt los? Seit wann ist alles so teuer geworden? Ganz im Ernst, was ist hier passiert? Hartholz. Können wir nicht genügend importieren? Wein. Kriegen wir noch irgendwo her? Oh ja, wir bekommen noch Wein. So. Und Kunstwerke fehlen uns. Da sind wir schon Nummer 1 Produzent. Wir holen uns mal 27 Stück. Porzellan. Aber haben wir nicht bei Porzellan bei dem Thema Glas? Da haben wir schon alles auf Knochenporzellan auch gestellt. Aber wir kommen nicht hinterher, ich verstehe. Hm. So, aber bei Dienstleistungen können wir doch bestimmt was machen. Wie sieht es denn mit dem Thema Kohle aus? Blei haben wir genug? Oder nicht genug? Ah, nee, Kohle fehlt uns auch. 4500. Da können wir nicht viel importieren. Weil wir könnten jetzt natürlich die Dienstleistungen noch vergrößern, verbessern, indem wir... Finanzdistrikt, wo ist es denn? Hier, Stadtzentren. Achso, wir könnten noch einfach mal allgemein Markthallen bauen. Auch das kostet leider schon Stahl und Glas. Aber dann hätten wir wieder genügend Dienstleistungen. Bei Gaslaternen würde das halt nochmal extra Kohle kosten. Elektrische Laternen könnten wir uns mit dem Strom nicht leisten. Und auch Transport hätten wir nicht genug. Markthallen. Hm. Würden wir auch viele Arbeiter wegschicken und dafür bräuchten wir mehr Büroangestellte. Ja, aber es ist der Fortschritt. Wir brauchen mehr Dienstleistungen. Es tut mir leid. Wie sieht es denn aus? Wie viele Dienstleistungen haben wir denn jetzt? Plus 58. Das passt doch jetzt perfekt. Wunderprächtig. Bei einem guten Glas. Protektionismus. Kämen wir voran. Gut. Und Zahlungsunfähigkeitsprobleme. Na gut. So, und bevor wir es noch vergessen. Ach, jetzt hat Serbien einen Verteidigungspakt mit Österreich. Das ist ja ungünstig, unser Dominion hier. Somit kommen wir nicht nach zum Osmanen. Außer wir kriegen jemand anderen auf die Seite gegen Österreich, unserem eigentlich langjährigen Freund mit guten Beziehungen. Hm. Aber was, wann ist der Waffenstillstand mit Transsilvanien vorbei? 18 Monate, dann wäre das wenigstens noch ein Ziel. Okay, darüber machen wir uns Gedanken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da hier wieder. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben auch gar keine Verrufenheit mehr, das ist ja der Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal, euer Kaiser und Imperator des Römischen Reichs, des Byzantinischen Reichs, euer Gaius Julius Caesar im Jahr 1900.